schönes Bild hier. Hallo Mädels! Wie ist es? Das freut... Who is es? Ja, das ist schön, das freut mich. Ja, ich freue mich, dass ich hier so nett empfangen werde und vor allem in so viele sympathische und aufmerksame Gesichter gucken darf, denn das ist für mich außergewöhnlich. Ich gucke ansonsten eigentlich ziemlich oft in ziemlich mies gelaunte und wenig aufmerksame Gesichter. Hat einen relativ einfachen Grund, ich bin Lehrer. Ja, ich weiß, es ist eigentlich kein Grund zu jammern. Ne? Ist auf der einen Seite ein total schöner Beruf, auf der anderen Seite gibt es aber auch Tage, da denke ich, Mann, Martin, hättest du doch was Vernünftiges gelernt. Denn dein Job als Deutschlehrer bei uns an der Schule ist genauso erfolgversprechend wie Ernährungsberater von Rainer Kallmund. Ne? Hast du keine Chance. Ich habe letztens zu meinen Schülern gesagt, ich glaube, würde Johann Wolfgang von Goethe heute leben, mal einen ganz kurzen Blick auf euch werfen, würde er nicht mehr schreiben, wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind, sondern wer postet so spät von sich noch ein Selfie, das ist der Kevin, er liegt auf der Elfie. Aber natürlich sind die Schüler nicht alleine schuld an der ganzen Misere. Ich gebe es ja zu, der ein oder andere Lehrer trägt auch seinen Teil dazu bei. Wir sind bei uns mittlerweile so grob über den Daumen gepeilt, 50% Quereinsteiger. Alle total nett und bemüht. Ich habe aber das Gefühl, die wissen teilweise überhaupt nicht, was die da sollen. Es wurde bei uns ein neuer Mathelehrer gesucht und keiner der Bewerber hatte Mathe oder Lehramt studiert. Drei hatten immerhin in ihrer eigenen Schulzeit Mathe gehabt. Und die kamen dann zum Vorstellungsgespräch. Sagt der Rektor, nee, Freunde, bei aller Liebe, so geht das nicht. Ja? Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob sie das Zeug dazu haben, um bei uns an der Schule Mathematik zu unterrichten. Machen wir erstmal einen Test, zählen Sie mal bis 10. Ja, sagt der Erste, kann ich. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Ja, alle Zahlen dabei, aber können Sie die auch in der richtigen Reihenfolge? Sagt er, nee, tut mir leid, habe ich so gelernt. Ich habe vorher gearbeitet als Briefträger. Kann mir nächste Reihenfolge anzuzählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, auch bei Ihnen alle Zahlen dabei, aber können Sie die in der richtigen Reihenfolge? Nö, tut mir leid, habe ich so gelernt. Ich habe vorher bei der NASA gearbeitet, zuständig für den Countdown. Kann der Dritte rein, sagt, für mich überhaupt kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Job. Darf ich fragen, was Sie früher beruflich gemacht haben? Ja, ich war Verwaltungsangestellter bei der Stadt Köln. Ja, das ist ja super, da können Sie wahrscheinlich noch weiterzählen als bis 10. Sagt er, klar, Bube, Dame, König, Ass. Es gibt ja viele, viele Menschen, die machen sich Gedanken darum, wie sieht die Welt bei uns irgendwann mal in Zukunft aus. Ich habe mich jetzt auch seit 3 Jahren mit diesem Thema beschäftigt, stelle mir immer wieder die Frage, wie sieht die Welt bei uns wohl aus im Jahre 2040? Und das, was mir dieses Jahr dazu eingefallen ist, habe ich wieder in einem Krätzchen verarbeitet, habe mir dafür eine schwarze Trauernase mitgebracht, weil ich die Befürchtung habe, dass wenn man im Jahre 2040 um 20 Uhr die Tagesschau einschaltet, ausgestrahlt dann auf RTL 2, erfährt man von Nachrichtensprecherin Carmen Geiss. Klimaerwärmung trifft Narretei. Schull und Fedels Zyschus gefalle, hitzefrei. Der Meeresspiegel steigt rasant. Wir haben jetzt mehr Nordseestrand. Denn Holland is at afgesoffe und England hättet auch getroffe. Ihr fragt euch, hättet Düsseldorf auch erwischt? Leider nicht. Bildungssystem totaler Driss. Man darf einem Schüler nicht mehr sagen, wie dämlich der ist. Es heißt nicht mehr, du weißt ja ja nichts, die Zeit ist vorbei. Das heißt jetzt toll, du hast von allen noch am meisten Speicherplatz frei. Man sieht auch nicht mehr, du bliebst sitzen wegen geistiger Blockaden. Sondern fein, Kevin, du wirst zum Recall eingeladen. Haben wir dadurch ein besseres PISA-Ergebnis gekriegt? Leider nicht.
Florian und Helene haben Nachwuchs gekriegt. Doppelname Silberfisch. Kim Kardashian hat Prinz Charles einen Sohn geboren. Der Kleinsaurus, Arsch mit Ohren. Bei den Weselskis gab's im Kreißsaal Riesengezeter. Das Kind schrie bessere Bedingungen oder ich beweg mich keinen Millimeter. Hat es die Forderung durchgekriegt? Leider nicht. Carina hat sich von Dieter Bohlen getrennt. Er war im Bett kein Supertalent. Auch die Geissens ließen sich scheiden, das dachte ich nie. Robert wurde krank, Silikonallergie. Selbst Boris und Lilly sind nicht mehr ein Paar. In der Nachbarschaft zu viele Kinder mit Fussi im Haar. Hatten die Pens wenigstens Mutters Gesicht? Nach einem Political Correctness Test heißt St. Martin Sonne, Mond und Sterne fest. Der Name Schweinsteiger wurde aus Rücksicht zum Islam verbannt. Er wird jetzt neutral Nutztierkletterer genannt. Selbst das Wort Weihnachtsbaum nimmt man nicht mehr in den Mund. Das heißt jetzt maximal beleuchtetes Nadelgehölz mit neutral religiösem Hintergrund. Doch zwei wird über Stunde ganze Klav. Kölle Allah. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schöne Mädchen sitzen noch. Schöne Biberfasse loben. Tschüss zusammen.